Hallihallo, meine lieben Zuschauer, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Princess Peach Showtime. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne, und herzlich willkommen zu einer weiteren Show von Princess Peach Showtime. Ja, beim letzten Mal haben wir einen weiteren Boss fertig gemacht, einen ziemlich bösen Löwen, der in der Spiegelwelt gegen uns gekämpft hat, haben eine Kung-Fu-Probe abgeschlossen und sind jetzt im obersten Stockwerk. Das heißt, Ende nicht mehr weit entfernt. Es ist nicht so, dass ich das Ende herbeisehne. Ich wünsche mir halt, das Spiel wäre ein bisschen länger, weil ich es irre cool finde bisher eigentlich. Aber es ist halt leider Gottes ein bisschen kurz. Das ist das Traurige. Naja, nichtsdestotrotz. Wir haben heute zuallererst eine Actionprüfung vor uns. Mission spektakuläre Rettung. Da werden wir wieder zum Superheld. Und da freue ich mich richtig drauf. Weil die ersten beiden Kostüme, die wir hier haben, sind auf jeden Fall die coolsten unter denen, die wir hier oben haben. Na dann, rein da. Dann retten wir mal die Leute im All, wie es scheint. Oh, einen Forscher müssen wir retten. Bin bereit. Loslassen! Böse! Man begrabbelt nicht einfach andere Leute. Vorsicht, über mir. Pam. Nein. Loslassen. Fies. Vorsicht, Asteroiden. Ich kann die Asteroiden nicht verprügeln. Oh! Da war der Schleifentyp! Okay, der ist schon mal gerettet. Hallo? Ich hatte den noch angegriffen! Ich bin einfach durch ihn durchgeglitscht! Ja, ich hätte alle töten müssen. Okay, nochmal zurück. Okay, diesmal habe ich alle retten können. Ekelhaft, weil ich durch den einen durchgeglitscht bin. Ist mir egal, was ihr mir verbietet. Pam. Pam, pam, bam, 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 bam. Hui. Zwei? Es fühlt sich so an, als hätte ein Dritter kommen müssen. Es fühlt sich so an. Ich hoffe, ich liege daneben. Super Endlandung geglückt. Weh, da war wieder irgendwem was nicht gut genug. Gib mir auch ein Laserschwert.
Geht das irgendwo hin? In die Welt hinaus, wollte es. Ich bin zu doof, den Lichtstrahl zu treffen. Meine Inkompetenz schlägt wieder zu. Pam. Oh, okay. Zwei waren gewollt gerade eben. Ich habe ein Spielzeug. Mein Spielzeug ist kaputt. Mama Hilfe? Mama Hilfe, ja. Angriff. Okay, doch nicht Angriff. Lauft. Ich darf wahrscheinlich keinen von denen einsaugen lassen. Oder? Oder ist es sogar gewollt, dass einer eingesaugt wird? Pam. Ja, es war, glaube ich, gewollt, dass der eingesaugt wird. Nee, der hätte nicht eingesaugt werden dürfen. Okay. Dann weiß ich, dass ich nochmal hier rein muss. Die Münze sind mir mittlerweile so egal. Ich sag ja nur, ich habe mehr Münzen. Man sieht es jetzt hier nicht, als ich jemals brauche bei diesem Spiel wahrscheinlich. Wir retten jetzt die Wissenschaftler. Nein, was könnt ihr eigentlich? Das nehme ich. Nein. Wissenschaftler gerettet. Das Mutterschiff ist wieder da. Oh, Gottes Willen. Kriege ich jetzt eine neue Fähigkeit? Ich glaube, ich bin gerade gewachsen. Und tschüss! Und tschüss! Ja, wie gesagt, für den einen muss ich nochmal reingehen, weil ich das Auto nicht geworfen habe. Geil. Die sind wahre Helden.
Okay, den Funkeli haben wir befreit. Beziehungsweise jetzt freigeschaltet. Aber ich muss nochmal da rein. Ja, da geht kein Weg drum herum. Wir sehen uns dann, wenn ich es geschafft habe, mal zu verhindern, dass irgendwer von der vom Alien-Mutter schief weggesaugt wird. Bis gleich. Diesmal habe ich es geschafft. Keiner wurde gefressen. Schluck. Ah, das war der Fehler, nämlich, dass ich verhindert hat, nicht verhindert hatte, dass irgendwer gefressen wurde. Ja, und jetzt sehen wir uns halt nach der Welt wieder, ne? Ja, Leute. Da haben wir doch jetzt das Bild. Haben da die ganzen Sterne geholt. Das ist doch ein wunderschönes Bild. Der Kampf der Giganten einfach. Beim nächsten Mal retten wir dann auch den dazugehörigen Funkeli. Zu dem Action-Set. Die Superhelden-Schleife hat was. Guck mal, der Superhelden-Funkeli ist auch direkt hier. Gefahr aus dem dunklen All. Da wissen wir, was wir beim nächsten Mal vor uns haben. War doch ein actionreicher Part. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß bei der heutigen Show. Wenn ja, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute. Bis dann.